Hi und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Classic Airsoft. Heute habe ich euch die Tokio Marui MP5 A3 Spring mitgebracht. Das Modell ist eins aus meiner Jugend, als in Deutschland damals Airsoft populär wurde. Gab es die Airsoft-Waffen im Kaliber 5,5 mm frei ab 14 Jahren und generell waren alle 6 mm Airsofts ab 18 Jahren. Irgendwann änderte man das Ganze dann und führte die Joule-Grenzen ein. So war dann zu Beginn eine Airsoft mit unter 0,08 Joule frei ab 14 Jahren. Irgendwann hat man sich dann dazu entschlossen, die Energiegrenze anzuheben, so dass Airsoft-Waffen mit einer Schussleistung von bis zu 0,5 Joule frei ab 14 Jahren wurden. Das war dann der Siegeszug der damaligen Tokio Marui Spring-Waffen in Deutschland bei den Spielern unter 18. Hier erhältlich war die Uzi als Spring, die MP5 A3, das G3 A3, das XM177 sowie das M16 A1 von Marui. Hier habe ich euch die MP5 A3 mitgebracht. Damals von Cotton Cellar importiert, für stolze 139 Euro. Die anderen Marui Springs lagen auch alle in dem Preissegment, plus minus 10 Euro. Und wer damals das Geld hatte, sich so eine Spring zu kaufen, der war ganz vorne mit dabei. Gerade bei 0,5er Spielen schossen diese Marui 0,5er Springs deutlich weiter als alles andere, was die Konkurrenz zu bieten hatte. Sicherlich auch wegen dem guten, fixen Hop-Up-System. Ja, die MP5 A3 wird in einem beigen Karton geliefert mit einem schönen Artwork. Zu sehen, meiner Meinung nach, der schönste MP5-Handschutz ist eben der von der A3. Das alte SAF-Griffstück sowie die Maschinenpistole, letztendlich bei der deutschen Polizei und beim Bundesgrenzschutz lange Zeit Verwendung fand. Ja, was ist im Karton? Hoffentlich eine MP5. Öffnet man den Karton. Marui-typisches Papierzeug. Sicherheitshinweise, Garantiekarte. Cotton Cellar hat uns auch was Schönes geschrieben. Und zwar eine deutsche Bedienungsanleitung. Und unter welchen Kriterien Cotton Cellar von der Garantie zurücktritt. Bei dieser Airsoft handelt es sich um noch eine frühere, wo die 0,5er-Grenze noch nicht eingeführt wurde. Diese hat ein F und ist somit frei ab 18 Jahren. Ja, Zielscheiben sind dabei. Marui-Katalog. Bitte nur ordentliche Kugeln verwenden. Hinweis auf das Hop-Up. Und die Bedienungsanleitung. Im Karton selber befindet sich die MP5 A3. Ein Magazin. Ein Cleaning Rod. Die BBs habe ich leider nicht mehr. Hier waren auch 100 020er Marui Kunststoff BBs dabei. In diesem Fach befand sich im Original-Auslieferungszustand der Repetierhebel. Dieser lässt sich rausschrauben, damit das Ganze im Karton Platz findet und keine Beule im Deckel wirft. So nimmt man die MP5 in die Hand, fällt sofort auf, dass sie ein ordentliches Gewicht hat, schön ausbalanciert. Das Ganze rührt daher, dass in der Waffe einige Bleigewichte verbaut sind. Metall findet man nicht viel. Hier der kleine Sling Point ist aus Metall. Dann ist die Mechanik hier des Repetierhebels aus Metall, paar kleine Schräubchen, die Sling Attachment Platte hier ist aus Metall und rechts und links die Teile der Schulterstütze sowie der Slingpunkt hier. Alles andere an dieser MP5 besteht aus Kunststoff, tut dem Ganzen aber auch keinen Abbruch. Das Magazin ist ein einfaches Kunststoffmagazin, ohne jegliche Markings, sehr leicht,
mit einer Füllstandsanzeige. Um das Magazin mit BBs zu laden, wird die Feder ganz nach unten gezogen. Diese arretiert unten. Hier befindet sich ein Knopf. Hier befindet sich auch ein Knopf, um die Feder zu entspannen. Dies geschieht dann automatisch, wenn das Magazin in die Waffe eingeführt wird. Hier haben wir nun quasi eine kleine Lippe, einen Hebel, der die BBs zurückhält, sodass sie nicht aus dem Magazin rausfallen, wie bei den vorherigen älteren Modellen. Auch gibt es zum Füllen einen schönen Trichter, den Marui mitliefert. Jetzt können hier die Kugeln hineingekippt werden. Dabei muss natürlich der kleine Hebel gedrückt werden. Und dann lässt sich das Magazin mit BBs füllen. Das Magazin ist zweireihig. Auf der sichtbaren Seite mit dem Stutzen werden nicht alle BBs gezeigt, sondern nur eine Seite. Hier hinten befindet sich noch ein Aufbewahrungsfachbehältnis. Da können BBs verstaut werden, dass man keine Kugeltüte mit sich mitführen muss. Ja. Raschelt dann natürlich wie Hulle. Ob man das möchte, muss jeder für sich entscheiden. So, stellen wir das Magazin mal beiseite und widmen uns der MP5. Ja, wie schon gesagt, an und für sich komplett aus Kunststoff das Modell. Ein fester A3-Handschutz mit einem Fake-Pin lässt sich so einfach nicht entnehmen. Mündungsbremse, Mündungsfreidämpfer ebenfalls aus Kunststoff. Das Schöne ist das alte Design, das SAF-Griffstück, safe, gesichert, E-Einzelfeuer, F-Feuerstoß bei einer Spring und generell in Deutschland bei einer geäfften Waffe sowieso nur Einzelfeuer möglich. Markings auf der linken Seite, das F von Cotton Zeller, Kaliberangaben, SAF. Auf der Oberseite befinden sich keinerlei Markings. Auf der rechten Seite Made in Japan, Heckler & Koch. Eine Seriennummer, ich gehe mal davon aus, dass es eine Seriennummer ist. ASGK und SAF auf dem Griffstück. Der Verschluss bzw. das Patronenfenster öffnet sich nicht. Der Schiebeschaft hat zwei Positionen komplett eingefahren. Mit Drücken des Levers nach rechts lässt er sich ausziehen. So, in die zweite Position. Diese ist die voll ausgefahrene. Ja, eben eine MP5 A3. Für mich ein sehr schönes Modell. War auch der Grund, warum ich es mir wieder angeschafft habe. Eine MP5 A3 sucht man aktuell ja, in so ziemlich allen Portfolio der Airsoft-Hersteller vergebens. Und nach wie vor ein Stück Geschichte, für mich auch persönliches Stück Airsoft-Geschichte, da ich ganz früher, als ich mit dem Hobby begonnen habe, mit G3 A3 und diese MP5 hatte und viele schöne Erinnerungen damit verbinde. Wollen wir sie mal ausprobieren? Dazu führen wir das Magazin ein, rastet ein, nun wird unten der Knopf gedrückt. Jetzt fördert die Feder die BBs auch dahin, wo sie hin sollen. So, dann kommen wir mal zum Schusstest. Erstmal ganz wichtig, Schutzbrille aufsetzen und dann geht es auch schon los. Zum Schießen muss die Waffe gespannt werden, wie bei einer Spring üblich, entsichern. Und dann schauen wir mal, was uns der Kroni so verrät. 204 FPS. 212,1 FPS. 207,2 FPS. 207,3 FPS. 207,6 FPS. 205 FPS. 204,4 FPS,
203,7 FPS, 204 FPS, 202,6 FPS. Ja, wie man sieht, hat die Waffe zwischen 0,38 und 0,42 Joule. Ich denke, für ein über 20 Jahre altes Modell durchaus noch in Ordnung. Und heute sicherlich für den einen oder anderen noch ein Sammlerstück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, vielleicht einen Kommentar da lasst oder die Glocke aktiviert. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen.